Ja, hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Update. Und zwar heute, 14.09.2011. Frisch erstanden bei Kaufland in Berlin für 79,90 die Star Wars Complete Saga. Das edle Teil in meinen Händen mit 9 Blu-rays. Ein absolutes Highlight in meiner Sammlung. Offizieller VÖ ist der 16.09. Ich habe sie heute schon. Das war das einzige Exemplar, was noch im Regal stand. Da musste ich zuschlagen. Machen wir mal schön auf. Schwupps, die Bups. So sieht es von innen aus. Robuste Pappschachtel. Nicht ganz so edel aufgemacht wie die Herr der Ringe Extended, aber ist trotzdem noch okay. So, jetzt kommen wir zu den Scheiben. Von vorne anfangen. Da ist der FSK 12. Das ist zum Glück nur ein Aufkleber. Den könnt ihr locker abziehen, denke ich mal. Werde ich nachher gleich mal machen. So, da haben wir schön ein schönes Booklet. Der Reiseführer durch die Galaxis. Sehr schön bebildert. Rückseite. Jetzt kommen wir zu den Scheiben. Star Wars Episode 1. Star Wars Episode 2. Star Wars Episode 3. Star Wars Episode 4. Star Wars Episode 5. Episode 6. Und jetzt die drei Bonusscheiben. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Also, wenn ihr mitgezählt habt, kommt ihr auch auf 9 Blu-rays. In einer wunderschönen, super Verpackung. Schöne Aufmachung. Und denk mal, für 79 Euro absoluter vernünftiger Preis, sagen wir mal so. Für Star Wars Freaks sowieso, denkt man, die würden auch mehr bezahlen. So, Wahnsinn. Star Wars, jawohl. Bild und Ton. Jetzt kommen wir zum Wichtigsten. Bild und Ton bombastisch, wenn man bedenkt, dass Star Wars 1 ja von 1977, also Star Wars Episode 4 von 1977 ist. Eine grandiose Bild- und Tonqualität, Deutsch in DTS HD Master Audio 5.1 und Original Englisch in DTS HD Master 6.1 Diskret DTS. Jawohl, so, die Star Wars. Weiter geht's. Thor, die 3D Limited Edition von Paramount. Hier haben diese Vollidioten den FSK 12 Latschen aufgedruckt. Ich verstehe sowas nicht. Da kann man doch einen Aufkleber drauf machen. Zum Glück ist innen noch ein Wendecover mit bei gewesen. Da seht ihr es. Da ist das Wendecover. Zack. Blu-ray 2D, Blu-ray 3D und DVD für digitale Kopie für als DVD, genau. Könnt ihr euch auf dem iMac oder auf dem PC oder aufs Handy spielen, wie ihr wollt oder wie ihr braucht. Der Film ist, macht einfach Spaß. Ist eine gute Comic-Verfilmung. Hat was, ist so ein bisschen, hat es mich erinnert an Masters of the Universe, so ein leichter Touch. Ja, die Bild- und Tonqualität ist 1A, man kann immer nicht meckern. Der Film wurde nachträglich konvertiert, wurde ja eigentlich nicht in 3D gleich produziert, ist aber eine eigentlich sehr gut gelungene Konvertierung. Also kein Vergleich zu Kampf der Titanen. Kampf der Titanen fällt dagegen deutlich ab. Die Konvertierung ist eigentlich mit die beste. Und für 17,95 vom Preis her einwandfrei. Thor. So, dann haben wir jetzt hier die Herr der Ringe, die neue Auflage mit überarbeiteter Tonspur. Die erste Auflage hat ja diesen Tonbug gehabt in der deutschen Spur. Und da wurden ja einige Scheiben bzw. viele Sachen umgetauscht. Ich habe gewartet, bis sie jetzt offiziell im Handel war. Habe sie mir online jetzt bestellt zu 57 Euro mit Versand. Okay, ich hatte noch 7 Euro Gutscheine gehabt, aber eigentlich dann also die 65. Machen wir mal schön auf, das ist ja jetzt hier zum Aufklappen.
schöne, edle Aufmachung. Also ich finde die halt ein bisschen edler wie die Star Wars Box. Aber ja, sind halt Sachen. So, dann fangen wir mal an hier mit die Gefährten. Extended Editions, hier eine schöne Booklet-Einlage mit Erläuterungen und Anhänge, Extended Edition, die An Erklärung von den Extended Editions zu der Kinoversion wird hier erklärt. Szenenanwahl, Teil 2. Der Film ist auf zwei Discs aufgeteilt, weil das Master vom 2K Master stammt und sie wollten halt die höchstmögliche Bildqualität garantieren. Und Ton ist hier, Moment, der Waageweg DTS 6.1. Wo steht das irgendwo? Meiner Meinung nach auf der Rückseite. HD Master Audio, Deutsch 6.1, Englisch auch 6.1. Jawohl. So, wie gesagt, hier ist, die sind die Gefährten, Teil 1, Hauptfilm Teil 1, Hauptfilm Teil 2 und hier kommen die Bonusscheiben. Das sind die DVDs. Die Bonussachen sind auf DVD, ist auch okay. Muss nicht unbedingt die Blu-ray sein, wer zieht sich die komplett ein? Also, ich glaube, Bonusmaterial sind hier um die 24 Stunden. Also, ja, ich denke mal, da wird man mal reingucken, aber komplett werde ich mir die wahrscheinlich nie im Leben angucken. Hier haben wir die Gefährten, dann haben wir jetzt hier die zwei Türme. Ebenfalls ein Booklet mit Erläuterung, Erklärung zu den Extended Editions gegenüber der Kinoversion. Disc 1, Hauptfilm 1, Hauptfilm 2 und die Bonus-DVDs. Und dann kommt noch Rückkehr des Königs. Ebenfalls das Booklet. Hauptfilm Teil 1, Teil 2 und die Bonus-DVDs. Bild und Ton grandios, super, hervorragend, gibt es nichts zu meckern. Optimales Master, kein Vergleich mehr zur Erstauflage bzw. zu den Kinoversionen, die damals ja sehr bescheiden waren in der Bildauflösung. Der Kauf lohnt sich absolut. Schöne Sammlung, schöne Edition. Hier ist noch so ein Beipackzettel. Das war nur so eine Reklame für PC und Computer-Game. So. Das ist der komplette Inhalt der Box. Dann lassen wir sie mal schnell wieder verschwinden. Eins, zwei und drei. Jawohl. Schöne, edle Verpackung und bumm, da steht er wieder. Herr der Ringe. Jo, sieht richtig geil aus. So, jetzt kommen wir zur letzten Filmvorstellung für heute. Was für die ist dann, Freunde unter uns? Und zwar die Bruce Lee Uncut Collection. Erstmalig Uncut in Deutschland erhältlich. FSK 16, neu geprüft und jetzt alle für nicht mehr jugendgefährdet gehalten. Toll, FSK. Vielen Dank. Zeit wird's. So, dann haben wir mein letzter Kampf. Die Todeskralle schlägt wieder zu. Die Todesfaust des Cheng Li und Todesgrüße aus Shanghai. Schöne Originalcover. So waren die damals auch vom Kino her. Also die Original-Kino-Cover haben sie hier gewählt. Mit Wendecover. Ja, da braucht man eigentlich nicht viel zu sagen. Bruce Lee ist einfach Kult. Wer es mag, das gehört dann halt in die Sammlung. Und jetzt auf jedem Film hier auch noch fett der Uncut-Flatschen drauf. Der stört mich persönlich allerdings nicht so. Ist eigentlich gut platziert. Auf allen vier Teilen. Todesfaust des Cheng Li. Da ist die Disc. Die Bildqualität sind eigentlich durchweg gut. Ich würde sie durchweg als gut betiteln, die Bildqualität. Na klar ist sie nicht zu vergleichen mit neuen Filmen wie Star Wars oder Herr der Ringe. Aber ein Quantensprung zur DVD-Auflage definitiv.
Und wie gesagt, jetzt komplett uncut. Und der Mann mit der Todeskralle hat zu der normalen Synchronisation, nee, das ist ein bisschen unscharf, zu der normalen Kinosynchro auch noch die ZDF-Synchro, die damals Anfang der 90er Jahre extra für den Film nochmal angefertigt wurde. Und zwar auch noch der hier, Todesgrüße aus Shanghai, mit Original Kinosynchro und TV-Synchro vom ZDF. Deutsch das DTS 2.0 Mono, alle Filme. Dann haben wir noch Englisch, teilweise in DTS 7.1 oder auch teilweise in DTS 2.0 Mono. Konvertiert bzw. Bildformat laufen sie alle in 1:2,35. Anamorph natürlich. Und wie gesagt, eine schöne Sammlung. Jetzt habe ich sie alle komplett. Der Mann mit der Todeskralle kam ja damals von Warner raus. Und ja, das war's dann für heute. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und bis demnächst dann. Ciao, ciao.